toll gefunden, wenn er das versteht und rafft. Aber es kann er nicht raffen. Es ist zu viel Gedanken. Ich habe jetzt gerade euch schon zu viel Gedanken gegeben, die nicht in einem Diamond Brain sind. Also so Gedanken, die hast du halt nicht, wenn du einfach Casual-Spieler bist. Gegenentwurf zum ganzen Wer, wir spielen unten etwas defensiver, aber ich sehe mich nicht defensiv spielen in Chuck Scheiß Diamond. Also. Ich hätte halt quasi unter AFK und Tilt stehen dürfen, weil jedes Mal, wenn wir pushen, ist Game Over. Full mit Riven mit Full Level eigentlich eher strong oder eher schwach overall, meine gehört zu haben, dass Riven im Late Game eher oder eher abfällt. Die ist ja ultra stark. Riven ist eine der besten Late Game Carries, eine der besten Late Game Melee Carries. Insanely gut. Ist aber, also ist natürlich Player Level abhängig. So, wenn du mir jetzt eine Full Item Riven gibst und die Gegner nicht zufällig Level 1 sind, dann werde ich nicht gewinnen wahrscheinlich. Aber der Champ an sich ist sehr, sehr gut. Wenn ein One-Trick Riven durch die Lane bekommt, ist Riven sehr, sehr stark. Also du hast zum Beispiel, wenn du jetzt, angenommen du spielst Jinx oder Twitch oder sonst was auch immer und eine Riven hat Flash Up, dann ist der Fight für dich nicht playable eigentlich. Lohnt sich Riven zu lernen, sagst du? Klar, ja. Riven ist late ultra fest abhängig, oder? Genau, ja. Boah, Zyra schon wieder nicht gut hier. Eieiei, Leute. Ach, was soll ich machen, Chat? Sag, machen wir im Jungle. Wir machen eine Runde Zyra Support. Let's just do it. So. Ich hoffe, mein Team kann mich carryen, weil, wie gesagt, mein Champ ist nicht besonders gut, aber ich finde den Rest meines Teams geil. Also ich mag unsere Topside. Ich mag Ahri aktuell sehr gern. Jinx sowieso gut.
Und ich muss mich eigentlich nur für Jinx opfern, damit sie ahead kommt. Und ich habe meinen Job hier erfüllt, weil mein Champ, wie gesagt, mein Champ ist dann gut, wenn die Gegner reindiven müssen. Und die Gegner müssen mit genau keinem Champ reindiven. Nicht mal Nidalee und Pyke müssen reindiven. Das heißt, ich bin kind of useless. Oh oh. Oh 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 oh. Rausgetappt, warum? Scheiße. Tun wir zusammen, so ist es. So, Pack sehr, sehr stark in Lane. Haben eigentlich auch gar nicht so viele Antworten darauf. Wir dürfen eigentlich nicht mal in die Lane laufen, ne? Also allein in die Lane zu laufen, ist schon ein Int. Und jetzt dürfen wir rennen. Aber die pullen sogar. Das ist mein Humor. Ja, es ist ja nicht zum Spaß, Diamond. Die Level 1 schon so Miss Plan of Pyke ist einfach terrible. Als Champion Power in der Nutshell. Wenn den Fight nicht spielen dürfen. Ja, ist aber scheiße. Jhin ist stärker, Pyke ist stärker, Nidalee ist stärker. Und wir haben trotzdem All-In. War sehr close, fairerweise, aber nicht alle haben mitgezogen beim Flash. Beim Flash Auto-Attack. Sonst hätten wir den Killer gehabt. Einen Reset gehabt. Oder Jinx zu spät gelaufen. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Entweder ist es zu spät losgelaufen oder sie hat zu spät geflasht. Aber es war auf jeden Fall, ja, der springende Punkt, glaube ich. Ich glaube, von da aus hätte man spielen können. Und so ist es ein 3-0 für die Gegner, ne? Das ist immer noch kein Winning Trade für uns. Das ist sehr schade. Was für ein...
Damage auf dem AD Carry besser ist auf dem Supporter. Also kannst du gerne machen. Hilft nur nicht. Also. Output Sport lernen wäre auch geil, aber ja, das ist, ja. Also, das Ding ist, du kannst sagen, ich habe einen Trade gemacht und dadurch ist der AD Carry lower, aber ich brauche ja auch meine HP. Also, ich würde nicht sagen, dass HP jetzt vom AD Carry mehr wert sind als die vom Supporter. So, weil ich, egal wen du von den beiden einschränkst, die Lane bricht ja zusammen. Quasi. Bis ich jedem einzelnen Diamond Jungler erklären muss, ist so pain, Mann. Ey, ich habe keine Pyro Mitte. Let's fucking get this Drake, man. Lass sie gehen einfach noch ein bisschen hart, noch ein bisschen rein snowballen. Einfach dumm so. Einfach dummer Jungler. Ein Turbo-Inter, Mann. Und deswegen lernt er nicht. Weil nämlich diese Wichser auch noch runterrennen. Das fuckt mich so sehr ab. Das ist original das ganze Problem. Dass diese Menschen runterrennen. Und jetzt weiß der, jetzt lernt der Hackerim nicht, wie man jungelt. Und macht er diesen Fehler noch 10.000 Mal und snowballt jedes Mal die Gegner. Bis er immer Leute trifft, die es nicht mehr zulassen. Aber er wird selbst nicht besser und climbt auch nicht. Ist doch kacke. Ich finde das so scheiße. Es fuckt mich einfach ab. Das ist, glaube ich, nicht mein Tempo hier. Ich glaube, ich darf das nicht nehmen, weil Pike around sein kann. Ich finde das so schlimm, dass die jetzt dass sie einfach jetzt fucking Nilly und TF sich dachten, ja, dann sterben wir jetzt. Lul. Und der Hackerim wird es nie lernen. Der wird denken, oh, guter Play. Meine Prio auf beiden Lanes? Nice. Aber ich hab ja Kills bekommen. Könnt ihr das erklären? Wie ist das passiert? Also wie ist der durch meinen Root geflogen, ohne gerootet zu werden? Das macht keinen Sinn. Ich kann nicht fassen, dass er den Blue weitermacht. Was bin ich sehend?
Ich verstehe wirklich nicht, was gerade quasi game-technisch passiert ist bei mir. Also was jetzt, wie konnte jetzt der Pike durch mich da durchgehen, ohne von meinem E getroffen zu werden? Da wäre nicht mal am Endpunkt geroutet. Der im Busch stand Vision, ja ist ja egal. Also der wusste, dass ich da drin bin. Klar. Aber es ist ja egal, weil, also ich route ihn ja. Immer. Also er hat ja den gleichen E genommen, wie ich den E genommen habe. Und der ist ja nicht auch noch faltbar oder so. Er hat auch kein Edge of Night, nein. River Diff? Ja, wenn er mich trifft mit meinem müsste, muss mein E zwangsläufig auch treffen. Wisst ihr? Was hab ich getan? Oh, Trap. Was ist jetzt los? Ja, Andres? Nee. Carni Marni, du alte Malenia-Legende. Hat er geschafft? Hat er geschafft, Leute? Leider nicht, nein. Ja, aber wir haben noch mehr Content da am Start. Ist auch nicht schlecht. Ja, in Phase 2. Ja, das habe ich schon gesehen. Phase 2 war, glaube ich, beim zweiten und dritten Try. Das habe ich nämlich noch mit angeschaut. Aber ich gehe davon aus, der schaut sich die Cutscene jetzt nicht mehr an. Okay, wir stehen 13-9 und Jinx hat jetzt ihre Kills. Das ist eigentlich quite nice. War wichtig, dass ich jetzt diesen, sagen wir mal, Mechanical Outplay gefunden habe. Leider ein Wort. Aber es gibt ein paar Free Hits auf dem Tower. Sehr, sehr gute Idee, lieber Twisted Fate. Wir möchten uns recht herzlich bedanken. Es war eine klasse Idee, egal was die anderen sagen. Oh, mein Gott. Oh mein Gott, der hat auch so ein richtiges Kümmel-Movement. Aber es war wieder so Kill-Trades. Okay, Pike kriegt einen Kill, ich hab einen Tod. So what? Wisst ihr, ist irgendwie gut für uns. Irgendwie einfach nur nice. Musst du nicht zu eins? Musst du dich nicht um deinen Scheiß kümmern?
Also ich sag's ja nicht böse oder so, aber ich teile mir jetzt Zeit halt selbst ein. Ich glaube, da kriegt auch ein bisschen PTSD rein, wenn jemand zu mir gesagt hat, musst du nicht zur Schule, musst du nicht zur Arbeit? Nein, ich muss nicht zur Arbeit, ich gehe, wann ich will. Also, ich bin schon noch pünktlich, aber na, ihr wisst, was ich meine. Okay, Victor, ist das der Weg, den du gehen möchtest? Flash Prediction in 3, 2, 1. Das war ziemlich geil, muss ich gestehen. Dass es auch noch klappt. Noch geiler. So, hallo, willkommen im Maki-Video. Mach's nochmal mit Liebe. Hallo, willkommen im neuen Maki-Video. Oh yeah. Dürfen wir das hier unten nicht? Na gut. Good to you. Ich spiele Zyra. Das Pflanzenfrau. Mit dem grünen Daumen. Perfekt. Das Beste daran ist, dass wir ohne unsere gefiederte Jinx gespielt haben und trotzdem All-In reingegangen sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Alexander, dankeschön. Dankeschön. Dann Resub. Leider stark genug. Hm? Ja, dann gehen wir den Drake wohl ab. Hm? Diese Lilly und dieser Pike sind einfach gefeedet. Ich kann es nicht fassen. Das ist wirklich crazy. Alles daran.
Ende der Tutorial angefangen, no pressure. Ihr könnt mich auch gar nicht pressuren. Was ist das? Nicht komisch werden, Chat. Nicht komisch werden, ne? Das ist wichtig. Ach, komisch zum Beispiel die Golems hier zu machen, aber ja. Wir haben Nash übrigens, Leute. Warum farmen wir? Kim Ult ist übrigens auch immer ab. Gut, dass die Jinx da rausgemoved ist. Easy Game. Sehr, sehr schön. Was? Oh, er ist gleich Problem wie ich. Aber mit besseres Kurvenhandling. Oh mein Gott. Are you serious? Mann. Ich habe den Follow-up quasi geblockt in dem Play. Ne? Also selbst wenn Pike jemanden hookt, habe ich halt den Follow-up ganz gut geblockt. Und die Gegner haben dann keine... Also ich habe vielleicht trotzdem nur die Möglichkeit, aber ich verringere die Chance darauf, dass sie guten Follow-up haben. Ja. Relatable Ghost. Sehr, sehr gut. Nice Job, Team. Das ist aber nicht, was du wolltest, oder? What the fuck? Wo ist denn der Rest des Teams? Hallo? Na, die haben ein bisschen geschummelt, ne? Der Rest ist hinter ein bisschen geschummelt, ne? Na gut, na gut. Ich glaube, in dem Game reicht sogar ein Sonjas. Ich glaube, Sonjas ist nicht so bad.
Leider nicht, Bospo. Leider nicht. Eigentlich will ich gar nicht hier oben sein, ne? Wir gewinnen anscheinend, aber dieses Rumsplit-Pushen muss aufhören. Die Ahri kann nicht einfach Botlane gehen und dann da rumpimmeln. Ahri ist kein Champ dafür. Wenn sie jetzt der TF ist, verstehe ich's. Aber ich verstehe nicht, wenn... Aber ich verstehe nicht, wenn Ahri das macht bisher. GG. GG. Na, das hat ziemlich gut funktioniert. Also ich bin ein paar Mal gestorben, aber ich bin eigentlich nie gestorben, ohne dass wir es dafür rauskriegen. Slash, ohne dass es quasi nicht int von mir war. So. Du musst los, ich muss einen Scheißdreck, Dragon HD. Bitte, quatsch mich nicht voll. Oh nee, Leute, das kann ich, das mag ich gar nicht. Oh, bist